Hallo zusammen, auch heute darf ich euch wieder recht herzlich begrüßen zu unserer inzwischen siebten Online-Ausbildung. Heute mit unserem neuesten Schätzchen im Hintergrund. Die letzte Woche wurde ja unser MLF geliefert. Ihr habt es vielleicht schon online gesehen, der ein oder andere habe ich auch schon erwischt, wie er hier in der Halle mal außen rumgeschlichen ist. Das ist ja auch gut und schön so. Schaut es euch ruhig an, bitte aber nur in kleinen Gruppen. Aber heute wollen wir das Ganze eben auch nochmal direkt vorstellen. Und daher übergebe ich jetzt gleich das Wort an Johannes, der ein paar Worte dazu sagt, und später auch noch der Christoph. Viel Spaß und wir sehen uns. So, ja, auch einen schönen guten Abend von mir. Eigentlich heute ja Faschingsdienstag. Heute Mittag hätten wir den Faschingszug abgesperrt, es ist alles anders da. Es ist wieder, der Bernhard hat es gerade gesagt, wieder eine Online-Ausbildung, es sind andere Zeiten. Thema heute, wir haben schon rumgeschickt per Mail, ist das MLF. Der Bernhard hat es auch schon gesagt, auf der Internetseite habt ihr sicherlich schon gesehen oder nach den Einsätzen vielleicht mal. Ja, es sind andere Zeiten, ich habe es gerade schon angesprochen. Wir waren am Donnerstag unten in Ulm, haben das MLF geholt. Da waren wir auch nur zu fünft. Das hätten wir uns auch anders da gewünscht, dass da mehrere Leute dabei gewesen wären. Ging halt eben nicht. Auch der Empfang hier in Marktheidenfeld war sicherlich anders da, als die anderen Fahrzeuge empfangen worden sind. Wir waren nur eine kleine Gruppe, wo sie dann da waren. Aber wir wollen das... steht auf der Innenseite ja auch drauf, das MLF in den Einsatzdienst Ende Februar, Anfang März bringen. Deswegen heute schon mal die Online-Ausbildung. Die Maschinisten, soweit sind wir, glaube ich, noch nicht, dass wir die online ausbilden können mit Fahrtraining und sonstigen. Das macht der Peter Oetzel, genau, und der Sebastian Battel dann ab Donnerstag beginnend. Er wird sich dann bei euch melden bei den Maschinisten und werden dann Termine ausmachen, dass wir das auch wieder in kleinen Gruppen machen, eben Corona-konform. Dass man diese Ausbildung dann auch eben hinbekommen. Dass wir eben das Auto, wie wir jetzt gesagt haben, Ende Februar, Anfang März in den Einsatzdienst bzw. an der Leitstelle melden können. Gut, dann gehen wir gleich mal hin. Wir haben die Ausbildung in zwei Einheiten unterteilt, sage ich mal. Einmal ist Theorie, die mache ich, und später, wie es der Bernhard gerade schon gesagt hat, die Praxis dann mit dem Christoph und mit mir zusammen am Auto direkt, dass man mal schaut, wo was ist. Weil um das geht es ja eigentlich, wo findet man die Sachen. Es ist nicht viel Neues drauf, da zwingt uns eigentlich die Norm, ziemlich alles, was drinnen ist, schon den meisten Platz weg, nimmt uns den meisten Platz weg. Es sind ein paar Sondergeräte drauf, auf die wollen wir auch heute ein bisschen eingehen. Alles andere dürfte eigentlich fast klar sein, was es ist, aber man muss ja wissen, wo es denn ist oder wie man es denn findet. Gut, dann beginnen wir mal mit der Präsentation heute. Also hier haben wir den Flohmarkt Heidenfeld 47.1, das ist der Funkrufname. Wir wollen euch heute eine kurze Vorstellung, eine kurze Einweisung geben in das mittlere Löschfahrzeug. In der Fahrzeugfamilie steht auch schon auf der Internetseite drauf, der Feuerwehr ist es so zwischen dem TSFW, wie wir es in Glasoven haben, oder auch ein LF86, wie es in Altfeld eben ist, angesiedelt. Genau. Erstmal die allgemeinen Informationen, die technischen Daten, das ist dann eher was für die Maschinisten. Manche interessiert es aber eben auch. Es ist ein Fahrgestell, es ist Iveco Daily, es ist ein 72C18 Straßenfahrgestell. Also wir haben jetzt kein Allradfahrgestell, da wären wir nämlich gewichtsmäßig wieder zu schwer geworden. Deswegen kommen wir nachher nochmal mit der Führerscheinklasse drauf. Das tatsächliche Fahrgestellmasse hätten wir da und auch die tatsächliche Fahrgestelllast kommen wir dann insgesamt auf eine Gesamtmasse von 7,2 Tonnen. Sprich, wir können es mit dem Feuerwehrführerschein eben fahren, beziehungsweise die Alten von uns können es auch noch mit ihrem alten PKW-Führerschein fahren. Das war uns eben auch wichtig, dass wir das nicht nur die mit dem großen Führerschein eben fahren dürfen. Der Motor ist ein Vierzylinder-Dieselmotor, gut, wenn es interessiert, in Euro 6 Norm. Auch die Leistung sind 180 PS und auch der Hubraum mit 2998, das sind einfach die allgemeinen Daten, wo es eben drin sind. Zu den allgemeinen Informationen gehört auch noch, es ist kein, wie wir es bei den anderen Fahrzeugen jetzt schon haben, bei der Drehleiter, es ist kein Automatik oder kein Vollautomatik, es ist eine Kupplung, Getriebe, es ist ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe mit einem Rückwärtsgang und 6 Vorwärts. Der Kraftstoff ist ein Dieseltank mit 70 Liter und auch AdBlue, also wenn da mal was aufleuchtet, aber auch wieder in der Maschinistengeschichte, kommt eben AdBlue auch mit rein. Die Fahrzeugmaße muss man nicht unbedingt sich auswendig merken. Es wird gerade mal rumgegangen, um das Auto dann, dass man mal sieht, die Fahrzeugmaße steht aber auch innen drinnen beim Maschinistenplatz steht ein kleines Schild dort, wo eben die Höhe mit 2,95 Meter, die Breite mit 2,25 und die Länge mit 6,50 Meter angegeben werden. Der Radstand bei 3,75, gut, der ist jetzt nicht so relevant. Gut,
Jetzt kommen wir schon zu den feuerwehrspezifischen Daten. Das geht dann schon eher was für unsere, für die ganze Mannschaft das an. Die Bezeichnung, ich denke, das müsste jeder mitbekommen haben. Es heißt MLF, das ist nicht einmal kein Füllerlöschfahrzeug oder sonstiges, sondern ein mittleres Löschfahrzeug. Der Funkrufname ist 471. Auch das dürfte schon bekannt sein. Der Löschwassertank sind wir bei 1000 Liter. Das ist auch spezifisch bei Magirus eben. Deswegen haben wir uns dann für Magirus dann irgendwo entschieden, weil es eben 1000 Liter drin sind. Das bieten die anderen Hersteller nicht mit an. Die Pumpe ist vom Fahrzeugmotor angetrieben eben. Auch wieder eine Maschinistengeschichte im Prinzip. Ich habe es mal mit aufgenommen. Sind 1000 Liter pro Minute bei 10 Bar. Gut. Dann wollte man noch eingehen jetzt in der Präsentation ganz kurz auf die taktische Einheit. Wir hatten schon mal am Anfang des letzten Jahres, Ende des Jahres, kam es mal mit der FWD V3 zum Gespräch. Da ging es um diese taktische Einheiten. Das ist ja einmal die Mannschaft, früher hieß es Gerät, jetzt heißt es Einsatzmittel. Die Mannschaft ist eben bei uns hier eins, also der Gruppenführer. Ich sage extra speziell Gruppenführer, kein Staffelführer, weil er eben die Gruppe leiten soll. Oder beziehungsweise komme ich später nochmal drauf, warum eine Gruppe. Und 5 Leute noch dabei, sind wir bei 6 Leuten. Ich komme jetzt nochmal mit diesem Einheitsführer. Der Staffelführer sollte die Qualifikation eines Gruppenführers haben. Die Funktionsweste, die auf dem Beifahrersitz liegt, die ist auch blau, weil es einfach in dem Zug mit zum Beispiel dem RW oder auch der DLK ausrückt. Und dann sind wir wieder bei einer Gruppe mit 9 Leuten und die soll er dann ja führen. Das Einsatzmittel, ganz klar, ist das MLF bei uns. Die feuerwehrtechnische Beladung ist auch für eine Gruppe da drauf. Also nicht für eine Staffel ausgelegt, sondern für eine Gruppe. Das Fahrzeug MLF eben, Gerät auch vom MLF. Gut, die Besatzung, auch das haben wir damals in der FWD V3 schon mal besprochen gehabt, letztes Jahr. Die Sitzordnung im Staffelfahrzeug, dadurch, dass es die Pressluftadern im Mannschaftsraum sind, sind wir da eigentlich gebunden. Ich meine, der Maschinist sitzt am Lenkrad, das dürfte bekannt sein, der Gruppenführer nebendran. Der Angriffstrupp sitzt eben hinten, wir gehen nachher nochmal durch das Fahrzeug durch, da wird man es dann auch sehen, da sind die fest verbauten Abendschutzgeräte eben drinnen und dann eben noch der Wassertrupp, wo noch dabei ist. Schlauchtrupp natürlich fällt hier weg, ist klar. Auch hier diese Sitzordnung, wie wir das letzte Mal schon angesprochen haben, der Angriffstruppführer und der Wassertruppmann sitzen in einer Linie, dass eben der Gruppenführer, wenn er sich umdreht, so umdreht er sich um, eben beide seine Leute gleich ins Gespräch führen kann, beziehungsweise die Anweisung geben kann, schon während der Fahrt. Gut, die Beispiele für eine Gruppe, was ich gerade schon angesprochen habe, wäre zum Beispiel das MLF und die Drehleiter oder eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das MLF und der Rüstwagen. So wollen wir es eigentlich auch, so haben wir es bei der Ausrückeordnung mal letztens mit den Gruppenführern schon besprochen gehabt. Wenn Sonderfahrzeuge alarmiert sind, soll eben das MLF mit ausrücken, sprich wenn die Drehleiter überörtlich gebraucht wird, wollen wir, dass das MLF mitfährt. Und auch wenn der Rüstwagen irgendwie, wie es mal in Urspringen gebraucht wird, als Einzelfahrzeug, als Sonderfahrzeug nachalarmiert wird, soll eben das MLF mitfahren. Wichtig ist natürlich, grundsätzlich nochmal zur Ausrückordnung, das würde jetzt aber den Rahmen heute sprengen, auf dem Fax alarmierte Einsatzmittel, das rückt aus. Also beziehungsweise der Kommandant oder der Einheitsführer hier sagt dann, was ausrückt. Aber immer das, was auf dem Fax alarmiert ist, rückt auf jeden Fall mal aus. Und eben muss man auch darauf achten, was wir auf jeden Fall noch daraus kristallisiert haben, ein Löschfahrzeug sollte immer am Standort bleiben. Es sei denn, es ist explizit so gewünscht oder alarmiert, dann muss man natürlich mit dem ausrücken, was auf dem Fax steht. Zum Beispiel haben wir jetzt auch festgelegt, dass zum Beispiel bei dem THL-Rettungskorb in der Stadt das MLF dann auch mit der Drehleiter ausrückt, dass man eben Mannschaft dabei hat. Ihr wisst selber, wie es ist, der Rettungsdienst ist oben ziemlich allein dann oben in der Wohnung. Da müsste dann vielleicht die Mannschaft vom MLF mit hoch, die Drehleiter macht unten ihren Korb fertig und ihre Krankentragenhalterung, das ganze Sachen. Und dadurch brauchst du einfach Leute, wo wir dabei haben. Und deswegen fährt das MLF mit raus. Oder wie wir es in Urspringen gemacht haben, dass man so eine mit Steckleiter eine schiefe Ebene gebaut hat oder so, dann hast du die Steckleiter noch dabei. Also ist es auf jeden Fall sinnvoll, das MLF da mitzunehmen. Und so gibt es eben noch einige andere Sachen, wo wir gemacht haben, zum Beispiel schnelle Türöffnung, wollen wir dann auch das MLF mitnehmen. Da wird ja explizit dann auch die vierteilige Steckleiter alarmiert. Die wäre ja dann auch drauf, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, dass die auf dem Fahrzeug ist. Und zusätzlich ist ja noch das Sperrwerkzeug auf dem Auto. Das heißt, wir fahren da mit dem 12.1 raus. Da hätten wir das normale, sage ich mal, der Erstangriff über den 12.1 und das MLF als Rückfallebene dann eben.
Gut, da habe ich nochmal kurze Beispiele gemacht für den Löschzug, Rüstzug, für Marktheidenfeld, wie das dann aussehen würde. Wir haben dann praktisch wieder einen kompletten Löschzug oder beziehungsweise einen kompletten Rüstzug dann eben mit dem 12.1, dem 40.1, dem 30.1 und dem 47.1 jetzt eben neu. So rückt auch, beziehungsweise so kriegt man es auch auf der Feuerwehrschule gelernt, wenn man Zugführer macht, so macht man das auf den Planspielen, so macht man das dann auch in der Halle, wenn man auf der Fläche draußen, wenn man Einsätze fährt, da ist dann auch das MLF dabei. Beim Rüstzug wird es dann ähnlich aussehen, bis halt auf die 30.1 wird ersetzt durch den 61.1 und auch eben die Mannschaft eben wieder unten drunter. Gut, dann kommen wir jetzt schon zur Beladung von dem Auto. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, viel ist Normbeladung. Deswegen, wir sprechen sie mal kurz durch, gehen dann aber nochmal nachher ins Detail bei manchen Dingen. Die Fahrerkabine hat die zwei Pressluftatmer, wie ich vorhin schon gesagt habe, für den Angriffstrupp, in der Rückenlehne eben. Die vier Masken sind auch, rechts und links sind vier Masken drin jetzt, vom Abendschutztrupp aus gesehen, rechts und links. Es sind zwei Brandfluchthauben drinnen, das sind alles Fahrerkabinen. Ne? Und die Abendschutzüberwachung hängt an der Wand hinten. Auch ein Notfallrucksack ist dabei. Wir haben uns diesmal extra dafür entschieden. Man sieht es hier im Bild, den Notfallrucksack hier, dass man den eben schnell entnehmen kann und dann auch Hilfe leisten kann. Gut, die Einmalhandschuhe, FFP2-Masken hängen an der Wand hinten. Die vier Handlampen Adelit sind auch drinnen. Zwei sind im Fahrerraum und zwei sind also vorne praktisch und zwei sind im Mannschaftsraum. Funkgeräte auch natürlich alles an Bord. Verkehrsabsicherung ist auch drin, der Anhaltestab. Die Wärmebildkamera für den Abendschutztrupp ist auch drin und ja, neunmal die Warnbekleidung, wenn man die mal bräuchte, ist auch drin. Viermal die Feuerwehrleinen sind auch dabei. Im Sitzkasten unter dem Angriffstrupp wäre auch noch eine Krankenhausdecke oder ist eine Krankenhausdecke, ein Tragetuch und Rettungstuch, sind Kombifilter drinnen. Gutes Abschleppseil ist auch drin, aber das denke ich brauchen wir nicht unbedingt, beziehungsweise ist es dann wieder Maschinistenangelegenheit. Gut, dann gehen wir mal von der Fahrerseite aus her gesehen. Ist es ja immer so sortiert, dass es die G1, also die ungeraden Zahlen auf der Fahrerseite sind. Da sind ja nur zwei Fächer da. Es ist auch relativ alles übersichtlich angeordnet, wenn man es hier im Hintergrund sieht. Wenn man der Rollladen auf ist, denke ich, sieht man alles. Es ist nicht so wie im RW, dass man noch eine Klappe aufmacht und noch eine Klappe. Wenn man hier mal den Rollladen auf hat, sieht man eigentlich ziemlich alles oder das meiste. Das sind die Pressluftatmer. Dahinter wäre noch der Feuerlöscher und auch der Kevslöscher, der jetzt eben neu ist. Auf den gehen wir nachher mal ein bisschen näher ein. Müssen wir dann mal gucken, wann wir den mal ausbilden richtig, wenn es die Zeit wieder zulässt, beziehungsweise irgendwann im Sommer hoffe ich, dass wir dazu kommen. Viermal Ersatzflaschen sind eben auch dabei für die Abendschutzgeräteträger. Der Bolzenschneider ist dabei, das Helligentool, der Spalthammer, wo eben dazugehört zum Helligentool. Die Feuerwehraxt wäre dabei, eine normale Axt. Die Krankentrage, die ist zusammengefaltet oben drinnen, können wir dann nachher auch nochmal, ich glaube, er geht auch rum mit der Kamera, man sieht es dann auch. Es ist eine Kiste Ölbindemittel drinnen, so wie sie auch im LF drinnen ist, so wie wir sie kennen, mit drei Sack, was drinnen ist. Und dann sind eben diverse Druckschläuche, Schaumittelkanister, der Lüfter ist noch drin, auf den wollen wir nachher auch nochmal, oder der Christoph dann nachher nochmal näher eingehen. Das ist eine Geschichte, wo wir dann vielleicht auch öfters vielleicht beim MLF brauchen, wenn das LF den Erstangriff fährt. Und das MLF kommt danach, kann das sicherlich dann schon mal so eine Geschichte mit Belüftung oder sowas in Stellung bringen. Muss man dann sehen, wie man es sieht. Jetzt sehen wir schon, das ist ein Bild von diesem Geräteraum 1. Das ist einfach mal, wenn ihr nachher mal die Präsentation daheim angucken wollt, könnt ihr da mal gucken. Da seht ihr dann alles ziemlich übersichtlich, dass wir das nochmal haben. Geräteraum 3 ist gleich dahinter. Wir sind immer noch auf der Fahrerseite. Da sind die Druckschläuche drin, das Standrohr und der Schlüssel eben, die Schachthacken. Wie der Bernhard vorhin schon gesagt hat, wenn ihr im Feuerwehrhaus seid, nach Einsätzen oder sonst was, guckt es euch an. Ist jetzt natürlich viel Theorie, wenn man das jetzt so im Einzelnen durchgeht. Das ist aber auch mal für daheim mal, dass man mal gucken kann. Der Hauswasserschieber, der Kappenhammer ist drin, der Systemtrenner, wo jetzt neu ist bei uns. Und eben Strahlrohre, Seilschlauchhalter. Die Schlauchtragekörbe sind drei Stück drin. Und was jetzt neu ist, da ist gleichzeitig noch ein Rauchvorhang dabei. Es ist auch so angeordnet, dass wenn der Angriffstruppführer rausgeht oder der Angriffstruppmann, dass der auf seiner Seite seine Sachen hat, wo er braucht für den Erstangriff, haben wir zumindest geguckt, dass es ungefähr so passt. Deswegen, das müssen wir dann natürlich in einer Realausbildung mal mitmachen, weil das kann man jetzt hier natürlich schwer zeigen. Gut, dann gehen wir auf die Fahrerseite sind wir noch, beziehungsweise das ist jetzt noch ein Bild dazu. Da sieht man nochmal den Rauchvorhang ganz schön da unten, aber auch der ist so, wie im LF bekannt ist. Von daher
müssen wir dann einfach mal, wenn ihr da seid, mal gucken. Gut, jetzt kommen wir auf die Beifahrerseite schon. Da ist hier einmal eine Mulde drin, eine Schuttmulde. Es sind die 4-Euro-Blitzer oben drin. Die Leitkegel sind drin für die 500er, die Fallsignale, die Warndreiecke sind drinnen. Und das Absperrband, also sprich alles für die Verkehrsabsicherung. Die Haltestäbe, haben wir vorhin schon drauf gesprochen, sind im Mannschaftsraum. Die braucht man als erstes, wenn man aus dem Auto aussteigt, dann haben wir das. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Sperrwerkzeug ist auch drinnen. Das wäre auch da in diesem Geräteraum 2, Beifahrerseite. Der Stromerzeuger inklusive Abgasschlauch und der 5-Liter-Kanister eben auch da drinnen in diesem G2. Das Stativ für die Beleuchtungseinheit, die jetzt eben kommt mit LED. Darüber ist das Zubehör und auch der Ladungsabroller. Da ist ein kleiner Schreibfehler noch drin, es ist nur ein Ladungsabroller drin. Gut, das wäre dann die Beleuchtungseinheit. Braucht man natürlich den Strom nicht nur für die Beleuchtungsgruppe, die Beleuchtungseinheit. Wir brauchen sie natürlich auch für den Belüfter, für den Lüfter. Aber den haben wir ja vorhin schon im Geräteraum 1 gefunden. Gut, hier nochmal ein Bild von der Beifahrerseite G3. Kommen wir jetzt schon zu G4, Beifahrerseite. Da ist jetzt was Neues, das zeigt man nachher auch mal ganz kurz. Müssen wir dann natürlich auch üben, gerade mit dem Angriffstrupp mal. Das sind Mittelschaumpistole, nennen sie sich, mit 3 Ersatzbehältern. Wer auf der Autobahn dabei war bei dem LKW-Brand bei Esselbach, die Feuerwehr, die hatte schon. Vielleicht einigen auch bekannt schon. Dann haben wir das Schlauchpaket, so wie es im LF drin ist schon, inklusive dem Hohlstrahlrohr und der Absperrung. Das Hohlstrahlrohr ist diesmal ohne diesen Griff. Das ist ja so gewünscht worden von den Atemschutzgerätewarten. Wo müssen wir mal probieren, ob das dann die bessere Variante ist, beziehungsweise müsst ihr dann selber sagen, der Atemschutzgriffstrupp, was da passt und nicht passt oder was besser ist. Der Feuerwehrwerkzeugkasten ist noch drin. Das Hygienebord ist auch neu. Das können wir vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz zeigen. Das haben wir jetzt auch noch nicht so in den Autos drin. Am 53.1 ist was Ähnliches drin, aber es ist schon eine andere Kategorie, wo wir da jetzt drin haben, mit Luft und den ganzen Geschichten. Können wir aber nachher noch mal kurz zeigen. Dann haben wir einen Faltschlauch-Schnellangriff. Das ist jetzt nicht so wie bei dem 2450 oder dem LF. Okay, dann haben wir noch einen Verteiler da drinnen, also als Schnellangriffsverteiler und einen B-Druckschlauch. So, jetzt sehen wir das Foto noch vom Geräteraum G4 von der Beifahrerseite. Sehen wir jetzt alles nochmal ganz schön. Da oben sind die, was man nachher nochmal zeigen mit den Behältern unten drin. Gut, kommen wir jetzt zur Rückseite. Das ist eigentlich die Maschinistenseite, beziehungsweise da werden sie noch grundsätzlich darauf eingewiesen. Man sieht es jetzt, glaube ich, auch gerade im Bild. Da sind eben die Kiste mit dem Saugrohr, mit dem Saugschutzkorb drin, mit den Merkzwecklein, Kupplungsschlüsseln, auch das Sammelstück ist drinnen und der 5 Meter B-Druckschlauch zum Befüllen des Autos wieder. Die Lichtmaststeuerung ist auch eben drinnen. Die ist an einem Kabel dran. Das hat damals bei der Einweisung hat er extra darauf Wert gelegt, dass es an einem Kabel ist. Wir wollten es nicht per Funk haben, weil sonst hat es irgendjemand in der Tasche oder sonst wo. Das bleibt am Auto dabei. Und da kann man eben gucken. Man muss ein bisschen ums Auto rum, dass man eben den Lichtmast zieht, dass man dann guckt, dass man die Lichter auch richtig ausrichtet. Auch natürlich in LED in der neuen Technik oben drauf. Gut, der Kupplungsschlüssel ist drauf und hier haben wir nochmal ein Bild von der Geräteraumrückseite. Gut, dann sind wir jetzt schon auf dem Dach. Da hat sich ein bisschen was geändert auf dem Dach, da komme ich dann später nochmal drauf. Es ist einmal die Box drauf mit Schaufel und Besen. Sind die 4 Saugschläuche drauf, die man ja eigentlich nicht so oft braucht in Markleidenfeld, aber sie sind ja in der Norm dabei, deswegen haben wir sie aufs Dach gepackt. Die Schlauchbrücken sind auch auf dem Dach dabei. Hier, wo ich vorhin schon angesprochen habe, die 4-teilige Steckleiter inklusive Einsteckteil auch dabei. Und eben der Lichtmast mit der Steuerung hinten im Geräteraum. Und auch der Abgasschlauch, der ist nicht hier wie im Bild gezeigt unter dem Kasten, sondern der ist unter der Steckleiter angebracht. Gut, aber ich denke, das Bild, auch das Dach ist sehr übersichtlich oben angeordnet, beziehungsweise das ganze Auto ist eigentlich recht übersichtlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Deswegen sieht man da eigentlich alles gleich, wenn man hochgeht, wo was ist, wenn man weiß, dass es auf dem Dach ist. Da haben wir noch ein Bild von dem Dach. Das ist zum Beispiel jetzt das Bild, wo man im Vego Magirusberg waren in Ulm. Da sieht man das dann, denn das ist dieser Showroom praktisch, wo wir das vorgestellt haben. So, jetzt bin ich auch schon zu Ende mit der Präsentation. Der Christoph übernimmt das jetzt und zeigt euch mal, wo es denn in dem Auto alles zu finden gibt, dass man es auch beim Einsatz eben schnell und gut findet.
Ja, servus und guten Abend auch von meiner Seite. Hoffe, ihr hattet einen schönen Faschingsdienstag und habt einen Krapfen gegessen und ein Bier getrunken. Wenn nicht, macht's nachher noch. Ich gehe mit euch jetzt, nachdem Johannes ja virtuell mit euch durchs Auto gegangen ist, mal live durch unser Fahrzeug durch. Ich hatte ja das Privileg, mit dabei gewesen zu sein, in Ulm das Fahrzeug mit abzuholen. Und schauen wir uns das mal an. Wir fangen hier im Mannschaftsraum auf. Wir lassen die Fahrerkabine weg, da gibt es nicht viel zu sehen. Vielleicht, wenn der Benne einfach mal ein Stückchen noch herkommt. Ich sitze jetzt hier auf den Plätzen, wo der Atemschutz sitzt. Hier sieht ihr die Atemschutzgeräte, die fest im Fahrzeug eingebaut sind. Und hier oben zieht ihr und dann könnt ihr raus. Wenn ihr euch angezogen habt, hier drüben Funkgeräte entsprechend, die Handlampen, hier unten nochmal Atemschutzmasken verlastet. Ja, ihr seht hier nur zwei Sitze, da fragt ihr euch natürlich, wo sind die anderen zwei, sitzen jetzt so fährt hinten. Da muss man den Sitz runterklappen und ich kann euch sagen, ich bin ja ein paar Kilo leichter geworden, aber sportlich hier. Also es ist kuschelig in der Ecke, deswegen setzt euch ordentlich rein, dass ihr auch gut auf der Fahrt sitzt. Gurte sind entsprechend verbaut, nutzt die bitte auch. Und beim Nach- und Aussteigen, au, seht ihr, gefährlich, müsst ihr euch im Endeffekt auch hier am besten den Sitz wieder hochklappen. Gut, gehen wir weiter nochmal in den Innenraum. Der Benni kommt mal her. Wir sehen hier an der Seite Hygiene-Handschuhe. Wir sehen hier dann entsprechend, das war jetzt meine Urentschuldigung, sehen hier entsprechend die Fluchthauben für den Atemschutz eben, wenn er die mit in Einsatz nimmt. Wir sehen hier die zwei Anhaltestabe und unseren Erste-Hilfe-Rucksack sowie die Atemschutzüberwachungstafel, die im Endeffekt die gleiche ist, natürlich wie im LF. Da haben wir ja ein einheitliches System. Ich habe es auch überprüft, es ist tatsächlich die gleiche Tafel. Gut, gehen wir weiter durch hier. Der Benne geht mal kurz rein und durchs Auto durch, ohne dass er runterfliegt. So, was ich euch noch hier zeigen wollte an der Seite ist die Wärmebildkamera, die hier fest verbaut ist mit Ladegerät, kann der Angriffstrupp dann auch direkt mitnehmen, wenn er in Einsatz geht. Sonst nochmal Lampe, Funkgerät. Und hier oben sind noch Stauräume. Und was wir hier noch haben, ist ein Kasten, wo Decken und solche Geschichten mit drin sind. Wie gesagt, auch speziell für einen Erstangriff. Gut, dann gehen wir wieder in die Richtung raus. Benne, vorsichtig, genau. So. Gut. Gehen wir mal ja, das Ding mal rüber, genau. Hier haben wir einen der wenigen Auszüge an dem Fahrzeug. Der Johannes hat es ja schon gesagt, wir haben hier nicht wie im Rüstwagen erster Auszug, zweiter Auszug, dritter Auszug, wo man sich fast verlaufen kann, sondern wir haben hier jetzt einen Auszug. Hier sind die anderen zwei Atemschutzgeräte verlastet für den Wassertrupp entsprechend. Und hier haben wir gleich noch ein neues Gerät verlastet, das hole ich jetzt mal raus. Das ist ein bisschen tricky, vorsichtig, Schlauch dran. Der Johannes könnte mir das Ding mal halten vielleicht, danke. So, das ist ein KEFS-Löscher, nennt sich's. KEFS sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Wir hatten mal 2001 hochmodern das LF 1612 mit KEFS, was heute in Altfeld stationiert ist. Das ist so ein bisschen eine Art, das heißt eine Art Schaumlöscher, also ein Druckluftschaumlöscher, nenne ich es mal, in Form eines Feuerlöschers. Ein paar Daten dazu, also mit einem nassen Schaum, das heißt, wenn man das aufdreht, da ist ein Wasser-Schaum-Gemisch drin, die Luftflasche dazu dreht, kann man ca. 55 Sekunden, sage ich mal, löschen mit. Wenn man trockenen Schaum macht, 115 Sekunden ungefähr und da passen 10,4 Liter rein, roundabout. Und man kann die Luftflasche zweimal verwenden, da muss man aber zwischendurch hier vielleicht nachfüllen. Das mal grundsätzlich zur Bedienung, ansonsten ist es kinderleicht zu bedienen nachher im Einsatzfall. Und wir wollen jetzt mal sehen, es ist einer der ersten, also der erste Löscher, den wir in der Art hier in der Feuerwehrmarkt Heidenfeld haben. Und wollen mal schauen, ob das im Endeffekt auch für die Zukunft was ist. Um eben einen Erstangriff oder auch gerade einen Atemschutztrupp, wenn wir mal zu einem Kleinbrand alarmiert werden. Stellt euch vor, wir kommen in die Küche oder irgendwo, da brennt ein kleiner Mülleimer. Wasserschaden minimieren, vielleicht einfach mal dann so einen Löscher in Einsatz bringen und abzulöschen, anstatt mit dem C-Rohr, das versehentlich noch auf Spülen steht, mit 500 Liter da reinknallen, das muss nicht unbedingt sein, Wasserschaden minimieren, wollen wir uns mal angucken. Gut, hier hinten haben wir noch die Reserveflaschen, ich fahre jetzt das hier mal zu.
Hier oben, wie vom Johannes angesprochen, Handwerkszeug, was die Feuerwehr braucht. Wir haben hier Säche, wir haben hier einen Bolzenschneider, ganz wichtig, um auch mal Türen oder Vorhängeschlösser aufzubrechen, Türen aufzubrechen. Hier haben wir im Endeffekt das Halligentool. Da haben wir jetzt nach dem Rüstwagen und dem Fahrzeug hier das zweite am Standort. Da verspreche ich euch auch, sobald Corona zulässt, werden wir hier dann in Zukunft auch mal eine Ausbildung mit betreiben, was man alles mit dem Halligentool so machen kann. Krankentrage haben wir noch verlastet. Und auf dem Stelle ist im Übrigen auch noch ein normaler Feuerlöscher der ersten Armbeladung. Gut, Ölbindemittel ist hier verlastet und hier ein Schaumkanister. Für was wir den brauchen? Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt dafür, sondern den brauchen wir für was anderes, zeige ich euch nachher. Und hier haben wir jetzt den zweiten Lüfter hier, oder den dritten Lüfter hier am Standort, muss man jetzt ja sagen, der zweite Lüfter, der fest auf dem Löschfahrzeug verbaut ist. Der hat eine Lüfterleistung von 40.750 Kubik. Meter die Stunde, wiegt 40 Kilo, ist in der Neigung verstellbar, hat aber keinen Drehzahlregler. Das heißt, er hat einen langsamen Anlauf, der hat im Endeffekt hier einen Aus- und Einschalter. Er hat hier zum Transportieren entsprechend für die Rollen. Das ist alles gut, das ist der Batteriewarner von dem Fahrzeug, nichts passiert. Und kann hiermit gezogen werden. Wir werden das mal kurz ausschalten. Alles gut. Und es ist ein elektrischer Lüfter, das heißt kein Lüfter mit Verbrennungsmotor, sondern wie auf dem LF auch elektrisch betrieben. Ja, das Auto warnt euch, wenn die Batterie leer geht, das ist gut, weil am Ende des Tages geht es dann hoffentlich nicht aus. Aber wir sind schon dran, das Fahrzeug an Strom anzuschließen. Ich mache einfach mal weiter, das stört euch ja nicht eigentlich, denke ich. B-Schläuche sind hier ausreichend verlastet, noch sind sie nicht auf dem Fahrzeug, kommen aber die Tage drauf. Hier unten haben wir das ganze Equipment auch schon für die Wasserentnahme, das heißt das Standrohr ist hier unten drunter verlastet. Wir haben hier einen Kupplungsschlüssel entsprechend, Übergangsschlüge B auf C. Da möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen, dass wir den einen oder anderen Hydranten in Heldefeld haben, der auch ein bisschen kleineren Anschluss oben hat. Wir haben hier einen Hauswasseranschluss für den Wasserschieber, ist hier verlastet, auch ein wichtiges Gerät, was man immer mal wieder braucht. Zimmermannshammer. Systemtrenner ist ja, wie wir euch schon erklärt haben, ja mittlerweile auf allen Löschfahrzeugen drauf, eben zum Schutz des Trinkwassers vor Rückstößen im Einsatz. Das heißt, der ist ja auf dem Hydrant entsprechend drauf zu machen, wenn wir da in Einsatz gehen. Hier haben wir die Hohlstrahlrohre verlastet. Hier haben wir noch ein klassisches BM-Strahlrohr, so wie man es kennt von der Feuerwehr, für die Älteren unter uns. Gut, Stützkrümmer und hier unten dann die Schlauchdachkörbe. Gleich integriert oder mit dran ist der Rauchverschluss, der Rauchabschluss. Gerade in Mehrfamilienhäusern mit separaten Treppenhäusern ein sehr wichtiges Gerät, um eben den Rauch in Schach zu halten, dass der aus einem Objekt nicht in das Treppenhaus zieht oder in andere Bereiche, die dann als Fluchtweg nicht mehr zur Verfügung stehen. Haben wir auch schon Ausbildung gemacht, werden wir in Zukunft öfters machen. Haben wir jetzt im Endeffekt einen zweiten da, nach dem auf dem LF. Gut, dann gehen wir weiter. Hinten oben zur Pumpe. Jetzt seht ihr auch die ganzen Lichter mal leuchten. Das habt ihr beim Johannes in der Präsentation ja noch gar nicht gesehen. Keine Angst, nichts auf Störung, aber alles hoch technisiert. Das heißt, für die Maschinisten von uns, die es noch nicht gesehen haben, wir haben hier zwei analoge Manometer, die aber eigentlich nicht analog sind. Am Ende des Tages hier diverse Knöpfe und Einstellungen. Ich habe es mir auch erklären lassen. Im Endeffekt ist es sehr, sehr übersichtlich, dann doch nachher. Man kann viele Informationen rauslesen, aber das ist ein Thema für die Maschinisten. Das hier ist die Steuerung für den Lichtmast und wie der Johannes vorhin schon erklärt hat, mit einem Spiralkabel entsprechend, dass man auch wirklich dann hier ums Auto rum kann und kann schauen, der Lichtmast ist ja da oben, wie fahre ich den am besten aus? Gut, Funkgerät. Kennt der Maschinist, ansonsten hier noch das Sperrventil für den Stellangriffsschlauch, ja, zum Befüllen vom Tank ganz normal und hier oben noch entsprechende Sammelstück und entsprechendes Zubehör für die Saugschläuche. Das ist hier noch wir haben hier eine wechselbare Anhängerkupplung, im Moment ist die normale Kugelkopfkupplung dran und hier haben wir auch noch ein Kupplungsmaul, dass man hier auch eine andere Art von Anhängern draufbauen könnte, wenn wir das wollen. Die Maschinisten kriegen eine Einweisung, wie das zu wechseln ist, aber ich kann euch sagen, es ist sehr einfach. Gut, hier noch zwei Anschlagspunkte. Das Fahrzeug, wenn es mal was halten soll, mit entsprechenden Hinweisen, welche Winkel da einzuhalten sind. Gut, hier geht es dann hoch.
Hier haben wir noch einen Vierfachblitz übrigens und eine Umfeldbeleuchtung und eine Rückfahrkamera. Wie gesagt, dass ihr es gesehen habt. So, gehen wir mal weiter rum. Ja, jetzt haben wir hier. Das ist kein Laborequipment für Corona-Tests, sondern ja, Ersatzbehälter für Schaumittel. Wir haben ja hier oben eine Schaumpistole, nenne ich es jetzt einfach mal, Mittelschaumpistole, wo direkt ein Behälter, wo Schaumittel dann abgefüllt werden kann. Eben drüben haben wir ja ein Schaumittel, 20 Liter Schaumittelkanister, klassisch Standard Feuerwehr, kann da reingefüllt werden. Entsprechende Einstellung, das machen wir dann aber natürlich mal in der praktischen Ausbildung. Und man kann dann im Endeffekt mit der Kombination ja, Schaum erzeugen an der Einsatzstelle. Ich selber habe es noch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ihr seht, es ist auch noch original verpackt, probiert haben wir es noch nicht. Aber wir werden natürlich in einer der Ausbildungen, sobald es geht, es auch mal in Einsatz bringen. Wie gesagt, Kameraden aus Esselbach, die haben das schon im Einsatz. Ich denke, eine interessante Idee auch für die Zukunft. Man spart sich natürlich jetzt hier das ganze andere Gewehrchen mit Zumischer und diesen ganzen Dingen und hat trotzdem ja Möglichkeit, Schaum abzugeben. Muss natürlich sehen, wie lange reicht das, was da drin ist. Die Welt an Zeit reicht es natürlich nicht. Man muss es dann immer wechseln, aber das sehen wir dann. So. Gehen wir gerade rum? Hier, dass man das hier sieht? Genau. Ja, hier haben wir dann noch, ja, die bleiben leer. Kann ich euch gleich sagen, hier sind Beschriftungen drauf für Motorsäge und hier wird erstmal keine Motorsäge verlastet werden. Es ist im Endeffekt vorgesehen, dass mal da welche reinkommen. Im Moment hat das anzuschaffen, aber es wäre im Endeffekt Platz da, um sowas zu verlasten. Für einen Angriffstrupp, das Schlauchpaket mit dem zusätzlichen Hohlstrahlrohr ohne, sage ich mal, Pistolenhalterung unten. Ja, kennt ihr ja auch schon, habt ihr auch schon gesehen. Ansonsten, was haben wir hier an neuen Sachen? Ja, das Hygienebord. Hygiene in der Feuerwehr wird immer wichtiger und ich denke, es ist einfach ein Thema, was wir in Zukunft noch mehr in Fokus nehmen müssen, unabhängig von der Corona-Pandemie, denn bei Einsätzen haben wir schon immer das Thema, dass wir Giftstoffe in irgendeiner Form transportieren, an der Kleidung haben, an den Händen haben, im Gesicht haben. Und da müssen wir in Zukunft einfach mehr auf die Gesundheit von uns achten. Deswegen haben wir hier entsprechend Seife, Desinfektionsmittel. Wir haben die Möglichkeit, hier uns die Hände zu waschen. Das ist direkt mit dem Fahrzeugtank verbunden. Also da ist auch, da könnten wir uns für 1000 Liter Dusch, ja, übertrieben gesagt. Wir haben hier Druckluft zum Abblasen von den Kleidungsstücken, von den Klamotten. Und wir haben hier auch, wenn der Marcel mal rumkommt, danke, haben wir hier auch entsprechende zum Abbürsten der Schuhe oder Kleidungsstücke eben auch eine Bürste. Also ich denke, das ist eine wichtige Sache. Wir haben sogar einen Spiegel, also man kann sogar nachher schauen, ob die Haare sitzen. Ja? Deswegen ist alles dabei. Ist heute einfach Standard und gehört auch dazu und ich halte dich auch für eine sehr wichtige Sache. Gut, hier oben das Sperrwerkzeug. Johannes hat es angesprochen, wir haben hier einen kompletten Sperrwerkzeugsatz drauf. Deswegen wird das Fahrzeug ja zukünftig ja auch bei der schnellen Türenöffnung entsprechend mit ausrücken, mit alarmiert sein. Als Rückfallebene, dass wir da noch Werkzeug dabei haben. Schuttmulde, Reservekanister, die 4-Euro-Bits-Dinger mit Ladefunktion im Hintergrund. Die Älteren von uns kennen den. Das ist der Stromerzeuger vom 1116, von dem Fahrzeug, was in Altfeld ist. Altfeld hat ein Ersatzgerät bekommen, einen neuen. Wir haben im Endeffekt das Gerät, was wir eigentlich schon kennen, hier in das Fahrzeug mit übernommen. Deswegen werden wir daran natürlich auch Ausbildung betreiben. Abgasschlauch ist hier an der Seite, muss natürlich entsprechend dann aus dem Fahrzeug rausgezogen werden und kann dann auch entsprechend betrieben werden. So, vier Verkehrsleitkegel, 500 mm, das heißt nicht für die Autobahn geeignet, schon mal vorne weg von mir an der Stelle. Hier unten haben wir zwei Fallsignale, die großen entsprechend verlastet. Das Dressier- oder Absperrband, hier ist die Vorrichtung für die Strahler, komme ich gleich nochmal drauf, und hier oben fürs Stativ. Das war's erstmal. Kommen wir zu den Strahlern, sage ich mal. Im Endeffekt, klar, LED-Technik. Logisch. Das ist ein kompletter Kasten. Ich drehe den mal um. Da seht ihr, sind entsprechend die Steckdosen hier angeordnet. Kann man auch eins rausziehen, wenn man sagt, man möchte nur eine Lampe betreiben, sollte man sich halt wie immer vorher überlegen, was ich betreiben will. Der Johannes dreht hier unten schon. Oder macht es mal runter? Machst du es runter?
Ja, Johannes macht es mal runter, da hebt man es mal raus. Ne, ist noch nicht lang, nicht ganz. Das ist ein bisschen gefummelt da unten, kann ich euch gleich sagen. Jetzt geht's. Also ihr seht, wenn ich das runterschmeiße jetzt. Genau. Dann nehmen wir es mal ab. Kann man auch hier auf den Boden abstellen. Und hier ist das Stativ. Das entscheidet sich im Moment. Ist eine kleinere Nummer. Man hat hier auch im Endeffekt die Füße und einen Auszug nur im Moment. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn man die Füße ganz rauszieht. Die Füße sind eben, ist es möglich, einen Niveauausgleich herzustellen, wenn man auf unebenem Gelände steht. Empfehle euch aber, ja, das Ding so aufzustellen, dass nicht gleich einer hängen bleibt. Was man zusätzlich noch machen kann hier, so Johannes hat es gerade angedeutet, hier verstellt man den Neigungswinkel entsprechend von den Strahlern. Muss man natürlich auch vorher machen. Auch wenn es LED ist, werden wir weiterhin die Leitungen hinten abrollen. Das ist generell so. Wir haben noch andere Fahrzeuge, da ist es anders. Deswegen machen wir es einheitlich so, auch wenn die sich natürlich nicht mehr so erhitzen, wie das die früheren Lampen getan haben. Halt nicht mehr dafür geeignet, einen Wärmeerhalt herzustellen. Beim TL-Einsatz kennt ihr vielleicht das ein oder andere Mal, Wärmeerhalt mittels einer Lampe. Auch auf dem RW sind es nur noch LED-Leuchten drauf. Das muss man wissen, also damit kann man keine große Wärme erzeugen. Gut, sind wir aufs Dach drauf, gehe ich jetzt nicht. Gehen wir nicht? Nein, der Kameramann sagt nein, aber es ist nicht viel drauf. Wichtig ist, wir haben eine vierteilige Steckleiter drauf und wir haben das Fahrzeug auch so beschafft, dass die, dass ja praktisch immer zwei Teile übereinander sind. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus für den einen oder anderen, ist aber einfach praktischer im Einsatz und das Fahrzeug soll ja einen praktischen Wert haben für den Einsatz und nicht, ja, jetzt überlegen, ob das jetzt besonders schön aussieht. Ansonsten oben haben wir noch einen Kasten, da sind Besen und Schaufel drin, Saugschläuche und die Schlauchbrücken. Ich würde sagen, das war's. Ja, 45 Minuten sind rum. Wir sind soweit durch mit dem Fahrzeug. Ich denke, das war ein erster Eindruck von unserem neuen mittleren Löschfahrzeug. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen, es war für euch ein wenig interessant. Wir hoffen, baldmöglichst mit euch in die praktische Ausbildung zu gehen. Nutzt die Präsentation bitte für die Fahrzeugkunde, die wir jetzt leider auch nicht hier mit der großen Runde machen können. Denn wie der Johannes sagt, wir wollen möglichst zügig das Fahrzeug dann auch bei der Leitstelle in den Dienst stellen, in Betrieb nehmen. Guckt euch das Zeug an. Also kein Hexenwerk. Und dann darf ich an der Stelle mich von euch verabschieden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in den Chat. Wenn ihr noch sonst was wissen wollt, schreibt es in den Chat. Wir haben den Chat noch ein wenig online. Ansonsten, hello und alaaf und noch einen schönen Faschingsdienstag wünsche ich euch. Macht's gut. Servus.